Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, in der letzten Folge sind wir hier fast überrascht worden von Leuten, die hier rumstrümmern. Aber ich würde ehrlich gesagt gerne kurz gucken, ob hier noch irgendwo was liegt. Oh, sehr, sehr geil. Da liegt noch was. Ich habe da manchmal ein Näschen für. Keine Alternative. Links ist auch noch was gewesen. Tod für Freiheit. Tja. Ich weiß schon, worauf die sich da beziehen werden. Da ist noch was. Nimm das auf, Jewel. Wir können alles gebrauchen. Alles. Das haben wir alles voll. Da haben wir gar nichts. Ja, das eine haben wir ja sowieso. Okay. Kann man das noch mitnehmen? Nein, kann man nicht. Fang mir jetzt bloß nicht wieder an zu haken. Ich habe keine Lust dazu, dass du jetzt rausfliegst und mich hier wieder, ja, die Aufnahme versauen lässt. Lieber PC. Ich weiß, der PC kann nichts dafür, weil der PC macht das richtig gut. Savage Starlight, der Film. Das ist von dem Comic, ne? Vom Namen her. Der PC macht das richtig gut, weil, wie gesagt, das ist ein aktueller Gaming-PC. Die Daten findet ihr in der Schafft den Sprung Beschreibung. nicht. Was für ein Sprung? Ellie? Warum bist du da hinten? So. Die sind da. Oh, ach so, das meint er mit Sprung. Ah, wegen dem Brett wahrscheinlich. Können wir hier irgendwas? Nee, können wir nicht. Wir bräuchten so ein Brett, wo wir Ellie wieder mit transportieren können. Ellie läuft einfach ganz locker da hinten rum. Ich meine, gut, im Moment sind jetzt keine Leute da, aber ich meine, die können ja theoretisch jederzeit wiederkommen, ne? Muss man jetzt auch sagen. Was hast du denn? Ah. Das willst du mir zeigen. Und da ist auch was drin, was aber nicht nehmen willst. Auch nicht schlecht. Oh, endlich Stoff. Stoff, Stoff. Ja, wir haben wieder Stoff. Ach, der gute Stoff. Ja. Okay, das öffnen wir auch noch. Oh, das sind doch die. Sind das nicht diese Explosivdinger? Ich kann sie nur nicht nehmen. Willst du mich jetzt hier vergackeiern? Hallo! Nimm das! Joel! Mann! So nicht dein Ernst hier, dass das einfach alles liegen lässt. So, mal schauen. Was haben wir denn hier noch? Da ist. Nee, da ist nur eine Flasche. Oh, ich freue mich jedes Mal, wenn ich was sehe. Oh, hier ist ein Brett. Da kommen wir auf jeden Fall hoch. Aber er schafft den Sprung nicht, hat er gesagt. Ja. Hey, da ist wieder eins von diesen Floßdingern. Taugt das was? Wo, Ellie? Wo? Das suche ich ja gerade. Ach, da hinten. Ach, sehr So. schön. Sehr schön. Da hätte ich Warte als hier. nächstes geguckt. Bleib Da sehen wir einfach da da, hinten. Ellie. Ich komme gleich. Was soll ich mir denn ansehen? Oh, fuck. Ich war mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob die jetzt hier nochmal reingucken werden. Ich war schon kurz davor, unterzutauchen, wenn ich jetzt ehrlich bin. Okay, dann kann ich das Ding aber mitnehmen. Ja, schnapp's dir, Joel, komm. Einmal drehen am besten. Das ist dann für mich ein bisschen einfacher, auch wenn das sehr unhandlich ist irgendwie, finde ich. Das heißt, sie müsste auf die andere Seite rauf, damit sie mir das dann rüberschieben kann. Gehe ich mal stark von aus. Kriegt sie das denn hin? Weil das Ding ist echt schwer, ne? Das ist so ein riesen Ding Was war hier. das denn gerade? Komm Steiger, drauf. wir gehen durchs Hotel. Stell keine Fragen, hops einfach rauf. Okay. So, bitteschön. Endstation. So, jetzt muss ich Die erstmal wieder perfekte hier Olympie. reinkommen. Also raufkommen. Dauert einen kleinen Moment, Ellie. Ach so, halt, da will ich gar nicht rum. Wieso tauchen? Kann ich doch runterher tauchen? Ich nehme einfach den normalen Weg hier. Ich muss nicht tauchen. Ich bin eh schon so nass. Obwohl, da hinten könnte ich noch mal hoch, oder? Warte mal eben, Ellie. Ich muss mich mal kurz umsehen.
War das ein Klicker? Nee, oder? Ich hoffe nicht. Das klang jetzt gerade so komisch. So, schauen wir hier nochmal kurz. Since 1976, good coffee. Ah, sehr schön, sehr schön. Da können wir noch was mitnehmen. Oh, sehr geil. Gut, dass ich das noch gesehen habe gerade. Ah, halt, stopp. Da ist auch noch was. Da ist auch noch was. Das nehmen wir auch immer gerne mit. Du hast 60 Zusätze. Möchte ich denn schon was verbessern? Das weiß ich noch nicht. Nee, ich will eigentlich 100. Wieso sagt ihr mir bei 60, dass ich was verbessern kann, obwohl ich schon bei 30 was verbessern kann? Das ist auch sehr unlogisch irgendwie gemacht. Aber egal. Schauen wir mal. Heute Abend geht es los. Wir nehmen den östlichen Kontrollpunkt. Ich habe ein paar Vorräte in den Regal-Apartments versteckt. Sie sind mit einem roten X markiert. Okay. Gehen wir mal auf Schatzsuche. Okay. Hier ist sonst nichts mehr. Gut, kann ich da einfach runterspringen? Eigentlich ja, ne? Joel, das war jetzt richtig krass, was du hier gemacht hast. Ich wollte aber da runter. Genau, danke schön. Ellie, was machst du jetzt hier? Du kannst hier... Achso, sie hat das Ding schon rübergeschoben. Warst du früher auf den Cafés? Oh ja, andauernd. Und was hast du bestellt? Geh weg, Ellie. Nur Kaffee. Glaubst du, die Hunter sind weg? Das werden wir sehen. Also ich glaube nein. Achso, falsche Taste. Ich kann hier hinten mal wieder nichts. Wieder nichts hören, ne? Ich glaube, das geht auch erst, wenn ich dann wirklich unten drin bin. Was ich auch Blödsinn finde, weil in der Realität geht es halt eben auch anders. Alles klar, Ellie. Komm runter. Okay. Oh, wow. Edel. War ein Hotel was für dich? Bevor alles scheiße war, meine ich. Nein, das war viel zu teuer. Und langweilig. Wow, das war bestimmt schön. Hat er nicht auch noch was hier? Nee, das sind nur Stifte, oder? Nee, das sind nur Stifte. Okay. Ah, hier haben wir auch noch was. Nein! Das ist ein anderer. Ich meine, wir können es mal probieren, aber das ist ein Safe vom Truck, von dem die gesprochen haben, ne? Wir probieren das mal. Also es wird nicht funktionieren. Gehe ich definitiv nicht von aus. Aber wir machen es jetzt einfach mal. 5, was war das andere? 17. Ich bezweifle, dass das die gleichen Kombinationen sind, aber nein. 5, 17, 21. Nee, das war klar. Okay. Nee, nee, geh raus, Jewel. Wir wissen ja nicht, wie der Code ist. Wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren. Oder wir müssen nachher nochmal komplett zurücklaufen. Das kann natürlich auch sein. Funktioniert der PC vielleicht? Hat die mich jetzt erschreckt? Ich dachte, die kommen. Kann man das Ding auch ausschalten? So. Da waren wir gerade drin. Mich interessiert jetzt gerade nicht, wie wir da hochkommen, sondern ob hier unten noch was ist. Aber scheint nicht so. Und dann interessiert mich jetzt, wie wir da hochkommen. Also, wir könnten theoretisch hier hochklettern. Oh, was war das denn? War das eine Ratte? Hallo? Hast du eine süße Ratte? Ist aber schon weg, schade. Okay, hier ist noch eine Leiter. Die Frage ist, können wir die... Ja, die müssen wir wahrscheinlich mitnehmen, ne? Salz. Habe ich jetzt gerade wirklich Salz geholt? Ich vermisse Kaffee. Ja, ich auch. Ich trinke nämlich nur Bio-Kaffee und den findet man leider im Moment nirgendwo zum Kaufen. Beziehungsweise Kaffee halt in Espresso-Form. Alles andere bringt ja nicht viel. So, dich nehmen wir mal mit. Oder? Oder können wir da... Moment. Platziere das nochmal kurz.
Können wir da oben eben noch was nachgucken? Liegt da noch was irgendwo? Ja, sieht nicht so aus, ne? Nee, dann geh... Dann geh runter, nicht dann spring runter. Oh, Joel, ganz ehrlich. Ellie, komm mit. Wir gehen jetzt da hoch. Denke ich. Habe ich hier vorne schon geguckt? So, das erstmal hinstellen. Du kannst, wenn du möchtest, mal wieder vordrängeln. Ah, hier ist nichts. Okay. Na gut. Dann drängel dich nicht vor. Und jetzt doch. Na gut, das heißt, okay. Da können wir dann nicht rum. Nee, okay. Joel hat hoffentlich auch die richtige Waffe für einen Notfall. Vorsichtig. Ich hoffe, er meint jetzt nur die Treppe. Er meinte die Treppe, okay. Okay. Ich liebe dieses... Wie soll ich das sagen? Endzeit rumwandern? Da können sie von mir aus auch ein ganzes Spiel machen, ohne irgendwelche Gegner oder so. Runter, runter. Wie viele sind das jetzt? Ich drücke hier die ganze Zeit die Taste. Fünf diese Woche. Kein Grund, sich zu beschweren. Ganz sicher nicht. Das sind die drei. Ich muss noch den Flur prüfen, Mann. Ist doch Quatsch. Hier war seit Wochen kein Klicker. Wir sind halt gründlich und wir bleiben auch gründlich. Also packen wir es an, ja? Okay, wie auch immer. Okay, also die suchen offiziell nach Klickern. Ich nehme mal an, wir müssen da rein. Joel, warum hast du deine Taschenlampe an? Da ist auch noch einer. Dein Ernst? Kommst du nach hier? Nee, du gehst weg. Das ist natürlich blöd. Hey, wie wär's mit einer Essenspause? Nee, vielleicht in einer Stunde. Wir können vor dem Rückweg was essen. Alles klar. Ich hab noch Trockenfrüchte übrig. Aber gerne doch. Okay, wer von euch kommt jetzt zu mir? Ich weiß nicht, ob man da kommt man wahrscheinlich nicht rum, ne? Oder? Ne, da ist zu. Ach, das ist ein Glas. Okay. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr, was wir holen können. Oh. Na komm, komm, komm. Och, muss der Mistkerl sich jetzt genau dahin hocken? Was bist du denn im Clown hier? Hä? Hä? Komm jetzt schnell zu mir rüber hier. Los, 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 los. Was hast du jetzt, Ellie? So, links sind beide. Ah ja, da ist einer, da ist einer. Ich meine aber, wir hätten jetzt einen mehr gehabt. Ah, genau. Oh ja, der hockt gerade schön. Bleib so, bleib so, bleib so. Sehr gut. Okay. Das schnapp ich mir mal. Das brauchst du nicht zu nehmen. Das kann ich nicht nehmen. Okay. Gut.
Das hat sich gerade wieder wie ein Klicker angehört. Aber ich glaube, das sind nur die Rohre, die hier so klackern. Da ist noch einer über uns. Echt jetzt? Ich gehe doch mal lieber von links, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen blöd hier. Also, da steht einer. Einer steht hier vorne. Frage ist, kommt der jetzt wieder nach hier? Oder von mir ist auch der andere? Und einer ist direkt über mir noch. Okay. Hier ist keiner mehr. Oh, Ellie, wenn du nicht immer im Weg stehen würdest, ne, dann könnte ich mich so schön da rumschleichen. Also auf der rechten Seite. Ach, sehr gut, Joel. Oh, oh, oh. Joel, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh. Oh, der hat Munition. Natürlich wieder nur die Munition, die wir schon haben. Kommt der hier mal durch? Okay. Komm, komm, komm. Okay, den haben wir auch. Das heißt, wir haben, glaube ich, nur noch den über uns. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Hier ist wieder ein Badezimmer. Ja, das sind ja Hotels. Die sehen ja quasi alle gleich aus. Okay, hier finden wir nichts außer einer Flasche. Hier ist auch nichts. Backstein. Ah. Okay, perfekt. Das nehmen wir noch mit. Die sind wieder voll. Können wir hier noch irgendwas machen? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Sehr schön, sehr geil. Voll ausgerüstet. Ja, ich habe eine Errungenschaft. Keine Ahnung, welche. Also, wie sie heißt schon, aber nicht wovon jetzt gerade. Okay, ich würde gerne nach draußen gehen. Das Problem ist, sieht der mich dann draußen? Aber ich glaube, hier ist auch nichts, oder? Ich kann ja nichts blinken sehen. Da könnte man noch nach links gehen. Was machst du denn jetzt? Du sollst keine Rauchbomben werfen, du sollst die Waffe dabei haben. Das ist auch wieder voll. So, jetzt habe ich voll die Orientierung verloren. Wo war denn jetzt die Treppe? Irgendwo hier, oder? Exit. Ah ja, da ist das Feuer, genau. Okay. Die Frage ist nur, wie komme ich... Achso, hier ist die Treppe. Okay, guck mal hier nochmal schnell. Hier scheinen nur die Toten quasi zu liegen. Ja, okay. Na gut. Warum versteckst du dich jetzt da, Ellie? So. Es tut mir leid, dass ich bei solchen Schleichaktionen auch immer so wenig rede. Ah, wo ist denn der jetzt? Ah, rechts von mir, rechts von mir. Oh Mann. Waren das jetzt alle? Ich kann es ja schon gar nicht glauben, dass das jetzt alle sein könnten. Das ist wieder so eine Ecke, wo nichts gibt, ne? Aber ich gucke trotzdem nochmal kurz nach. Ich muss immer gucken.
Okay. Aber ich sehe jetzt wirklich hier so nichts. Doch, dahinter ist noch einer. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Oh. Ja, ich hör's auch. Da sind noch vier. Wollt ihr mich denn verarschen? Oh, ist das euer Ernst? Oh. Nein, komm, das ist jetzt wirklich nicht dein Ernst. Ja, als ob ich es geahnt hatte. Herzlich willkommen zurück. Zum Glück müssen wir hier nicht nochmal alles neu machen. Ich schaue nochmal eben. Ja, das ist auch alles soweit geblieben. Okay, wenigstens etwas. Als ob ich es geahnt hatte, ich wollte eigentlich schon gespeichert haben. Als wir da die Treppe hochgegangen sind, hat mir dann gedacht, naja, wir sollten ja normalerweise jetzt gleich rausgehen. Sollte ja nicht mehr so viel kommen. Hab dann gedacht, nein, ich speichere dann mal nicht. Und ich bin ja noch mitten in der Aufnahme und ja. Was ist? Das Ding ist wieder im Eimer. Wir sind wieder rausgeflogen. Es ist einfach nur noch zum Kotzen momentan. Kommt der Typ jetzt hier rum? Der steht da so schön. Na? Ich kann die anderen jetzt im Moment auch nicht hören. Kann der? Achso, der kann ja. Doch, der kann hier doch rum. Die anderen sind aber woanders, ne? Wo ist er denn jetzt? Na komm schon, komm schon, komm schon. Ja, was sagt uns das? Ich sollte vielleicht öfter mal auf mein Gefühl hören. Ich kann hier nichts nehmen. Keine Waffe, keine Munition, gar nichts. Hinten rechts. Och nein, komm, ernsthaft. Ja, und nochmal herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Zum dritten oder vierten Mal jetzt mittlerweile. So langsam habe ich keine Lust mehr. Also auf das Spiel schon, aber auch das geilste Spiel bringt einen natürlich nicht allzu viel, wenn man es nicht spielen kann, ohne dass man ständig rausgeworfen wird. Also ich mache diese Folge auf jeden Fall noch zu Ende, aber danach muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich muss erstmal eine Pause machen. Weil es kann nicht sein, dass die Entwickler das Spiel nicht so fähig kriegen, dass es wirklich auf dem PC läuft. Mag sein, dass es auf der Konsole wirklich geil gewesen ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe halt keine aktuelle Konsole. Die PS3 war meine letzte, weil nichts Vernünftiges an Titeln rauskam und auch ja, die Konsolen halt immer, ja, schlechter ist das falsch ausgedrückt, aber ich sag mal, die PCs sind natürlich immer besser als die Konsolen, weil die halt eben neuer sind. Und entsprechend habe ich mir dann auch keine mehr gekauft nach damals. Und die nutze ich auch nur als Blu-ray-Player. Achso, das sind zwei. Wo ist der andere jetzt hin? Und dann gucke ich jetzt nochmal da hinten, ob ich da durchkomme eventuell. Da komme ich gar nicht durch, ne? Aber da unten ist noch was. Was wir natürlich auch wieder nicht nehmen können. Juhu, juhey. Ja, die Folge macht mir sehr viel Spaß heute. Also wie gesagt, das Spiel macht mir wirklich sehr viel Spaß, aber es schmälert halt extremst den Spaß, wenn man es nicht hinkriegt oder wenn die Leute es halt nicht hinkriegen, dass das Ganze stabil läuft. Und es nervt mich. Es nervt mich wirklich tierisch. Oh, geh, Joel. Komm, geh. Jetzt haben wir da einen, da einen. Trotzdem weiß ich, dass dahinter noch einer ist. Oh, mach, 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 mach. Was ist der denn jetzt? Das ist der ganz da hinten. Aber irgendwo draußen. Oh, 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 oh. Oh. Natürlich muss der sich jetzt.
da hinstellen? Anstatt, dass ich ihn einfach so durch die Tür grabbeln kann, beziehungsweise durch den Türrahmen. Und hat natürlich auch wieder keine Munition für mich. Das war so klar. Das ist auch voll. Ich meine, das ist schön, wenn die Sachen voll sind, aber bringt uns natürlich gerade nicht viel. Dann schauen wir uns nochmal hier in der Richtung um, ob da noch irgendwas für uns ist. Greifbares in der Nähe. Nach Möglichkeit, ohne ihr wisst schon was, zu beeinflussen. Oh. Was ist denn hier passiert? Sogar noch mit Alkohol. Entweder sind die überrascht worden und gebissen worden oder so. Oder sie haben sich selber irgendwie da umgebracht, weil sie nun mal nicht mutieren wollten. Das kann natürlich sein. Oh, schrecklich. Ne? Finde ich auch. War ich hier eben? Das ist so ein Loch. War hier nicht, oder? Nee. Dich nehmen wir doch direkt mal mit. Was haben wir denn da jetzt Schönes gegriffen? Taschentücher können wir eigentlich auch gebrauchen. Aber ich glaube, die nimmt Joel lieber nicht mit. So, da hinten. Das ist gut, Ellie, dass du gerade nicht mit reinkommst, weil hier ist es etwas eng. So, da ist Ellie. Sie haben es sich leicht gemacht, hä? Kann man nicht sagen. Für viele war das besser, als auf einen Klicker oder einen Jäger zu warten. Also doch Selbstmord. Glaub mir. Leicht ist anders. Naja. Ansichtssache. Ich sag mal. Klar, ist die Entscheidung sicher nicht leicht gefallen, aber wer es so leicht macht, in Anführungszeichen, und einfach so entschwindet aus dem Leben. Hoppala. Was war das? Ist halt dann keine schwere Entscheidung in dem Sinne, beziehungsweise er hat sich halt leicht gemacht. Also ihr wisst schon, was ich meine. So. Bitte lass mich das jetzt hier noch zu Ende machen. Der Typ ist da drin. Ich hoffe, dass der andere jetzt nicht kommt. Boah, komm. So, wo ist der Typ jetzt? Der ist da. Wo ist der? Der geht drinnen rum, ne? Wenn ich das richtig sehe. Draußen rum. In dem anderen Raum. Haha. Ist das der hier? Nee, das ist das Badezimmer. Ist der jetzt ernsthaft wieder abgehauen? Jetzt ist er da. Okay. Jetzt bleibt er direkt oben. Heißt das, wir haben alle oder... Joel, ich bin mir nicht so sicher. Dir kann ich ja auch nicht immer vertrauen. Obwohl Ellie bleibt auch oben. Na Ellie, bist du lustig? Was war das? Das ist nur der Backstein. Dann können wir jetzt aber hier draußen nochmal kurz gucken. Och, ich wollte schon sagen. Alter, also der heutige Tag, der ist wirklich Tag des Absturzes. Anders kann man das nicht nennen. Ich bin auch ganz ehrlich, ich werde auch das Spiel von hier an, also ich werde diese Folge noch bis zum Ende machen, bis wir jetzt hier rauskommen. Und von da an, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich erstmal eine kleine Pause machen. Weil es kann nicht sein, dass man kein spielfähiges Spiel hat und das mit so einem PC, wie ich den habe. Also, sorry. Das heißt, wir warten dann den Patch ab. Sollte der dann funktionieren, was ich hoffe, aber naja, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, wenn ich ehrlich bin, dann können wir weitermachen. Für euch ist es dann vielleicht kein Übergang, weil ich habe ja jetzt einige Folgen noch mit Ach und Krach aufgenommen.
Ja. Da haben wir jetzt nichts. Hier laufen wir jetzt wieder. Ja, hier laufen wir jetzt wieder zurück, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich in die Richtung. Ellie, geh mir doch einfach mal aus dem Weg. Da ist auch wieder ein Feuer. So, war da gerade was am Blinken? Ah ne, es war nur eine Flasche. Hier gibt's auch nichts. Ah, da geht's hoch. Ellie, dankeschön. Ohne dich finde ich den Weg manchmal nicht. Das ist sehr nett. Hey, hier im Aufzug scheint eine Leiter zu sein. Warte, lass mich das aufmachen. Ja, lass mich das aufmachen, aber lass mich erstmal kurz gucken. Hier war was am Blinken. Ah, mit Rauchbombe, sehr schön. Das haben wir schon voll. Aber nimm doch mal die Pistole, Joel. Du sollst doch nicht immer alles, was du dir grabbelst, sollst du doch nicht immer in der Hand halten. Hast du gut gemacht, Joel. Sehr gut. Starker Kerl. So, ich gehe vor. Mal sehen, wo wir landen. Ja, wir landen. Ja, kein Thema. Mach's noch lauter. Das wird ganz schön eng, aber. Na komm. Okay. Er springt einfach. Ja, kein Thema. Wahrscheinlich stürzt jetzt alles an. Ein. Ellie, kommst du mal mit? Kannst du hier hoch? Kannst du hier hoch, Ellie? Mach hinne. Joel, du darfst auch gerne in normaler Lautstärke reden. Ja, natürlich. Natürlich muss jetzt sowas kommen. Ich sehe nichts. Joel! Mir geht's gut! Noch? Alles okay? Nein! Du hast mich zu Tode erschreckt! Ja, kein Thema. Ich klicke da runter, okay? Nein! Bleib da oben! Ich komme auch zu dir! Mach bloß deine Dummheiten! Ich würde jetzt mal ganz blöd sagen, leider kann ich euch dabei nicht angucken. Da ich nicht mehr so viel Zeit habe jetzt zum Aufnehmen und die ganzen Crashs jetzt auch noch dazwischen gekommen sind und alles in die Länge gezögert haben. Wohin jetzt? Und ich keine Ahnung habe, wo ich jetzt überhaupt lang muss oder wie lange das noch dauert, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.